ist ja alles heutzutage leider nichts mehr so Neues, aber als 2011 ein gewisser Le Chouc angefangen hat, einen auf Oki zu machen mit Torten und Champagner, um sich zu spritzen, haben alle gedacht, okay, was macht der denn da jetzt? Ja? Aber andere fanden es halt ziemlich geil. Ja. Und da fanden es immer mehr Leute ziemlich geil. Und so hat er sich so eine Fanbase sehr schnell aufgebaut, und zwar wirklich real. Ja. Ja. Du zahlst dafür. Du zahlst für jede Veröffentlichung. Bei einigen zahlst du sogar dafür, dass das bei Beatport erscheint. Du zahlst dafür, dass du irgendwelche ERN und IZC-Codes kriegst. Du zahlst, wenn was hochgeladen werden soll und wenn was runtergeladen werden soll. Es gibt ja verschiedene Modelle, die einen sagen, klar, für ein Album, für ein Release, für alles musst du einzeln zahlen. Bei einem normalen Vertrieb zahlst du nichts. Der Vertrieb kriegt seine Marge. Mhm. Das sind plus minus 20%, je nach Deal. Und fertig, du hast keine Ausgaben. Was sind meine Stärken oder was sind meine Schwächen und kann ich aus denen eine Stärke machen? So, einer sieht zum Beispiel jetzt vielleicht sehr, sehr jung aus. Dann sollte der das irgendwie nutzen in irgendeiner Art und Weise. Ja? Und sich halt Sprüche anhören müssen, ey, du bist du erst 18 oder bist du erst 14 oder so. Also in irgendeiner Form muss er das dann zu seinem Ding machen.